Alle 4 Jahre findet die größte Forstmesse Österreichs statt, die Austrofoma. 2015 ist das Skigebiet am Hochficht im Böhmerwald der Mittelpunkt der österreichischen Forstwelt. Die Aussteller kommen aus der ganzen Welt und der Besucheransturm ist ebenfalls international. Bis zu 8000 Besucher kamen pro Tag aus vielen angrenzenden Ländern, um sich über die neuesten Entwicklungen im Forsttechnikbereich zu informieren. Ein besonderer Anziehungspunkt sind naturgemäß die Holzerntemaschinen, wobei John Deere wieder einmal mit zahlreichen unterschiedlichen Geräten präsent ist. Beim österreichischen Generalimporteur wurden einige von der Firma Haas Maschinenbau modifizierte Forstmaschinen gezeigt. 2011 trumpfte Haas auf der damaligen Austrofoma in der Steiermark mit den auf Vorwadern und Harvestern verbauten Traktionshilfswinden auf. 2015 ist die nächste Generation der Winden zu sehen. Die sogenannte Uniwinch, aufgebaut auf einem Skitter von John Deere. Bilder von der nächstfolgenden Generation, aufgebaut auf Harvestern von Timberjack und John Deere, sind bereits auch schon zu sehen. Und die größte Neuheit, die Wiedergeburt des Timberjack Skitters 240, der unter dem Namen Timberhawk ab sofort produziert wird. Ja, einen schönen guten Tag. Ich darf den Herrn Franz Haas und den Herrn Hartmut Zell begrüßen zur Präsentation von 2 Neuheiten. Und ich darf mich gleich mit der ersten Frage an Sie wenden. Sie haben die Traktionshilfseilwinde ursprünglich in Harvester und Vorwader eingebaut. Jetzt bauen Sie die neue Serie auf die Skidder auf. Warum? Das hat sich aus den Kundenwünschen und Anforderungen der letzten 2 bis 3 Jahre, die wir hinter uns haben, ergeben und sind somit neue Wege gegangen und haben das so probiert und gebaut. Wer hatte die Idee, aus dem Skidder eine Traktionshilfseilwinde zu machen? Diese Idee kam von mir und vom Hartmut gemeinsam, weil er als Anwender verschiedene Probleme hatte und wir sie dann ausgeführt haben. Stimmt es, dass Sie auch als Entwickler mitgearbeitet haben? Ja, wie Franz schon gesagt hat, haben wir draußen beim Arbeiten immer wieder Arbeitsabläufe gesehen, die wir uns anders da leichter vorgestellt haben. Und somit bin ich mit meinen Vorschlägen zu Franz gekommen. Und so ist in unseren beiden Köpfen die neue Technik entstanden und wurde von Franz in meinen Auftrag gebaut. Sie haben das System seit mehr als einem Jahr unter extremen Bedingungen getestet. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ich kann jetzt sagen, dass meine Überlegungen mit Franz wieder umgesetzt wurden und ich habe erfahren, dass diese Geschichte mit der neuen Technik für uns und für die Fahrer einfacher und flexibler zum Einsatz kommen. In einem eindrucksvollen Video sind Sie in Steilhängen unterwegs, wo normalerweise schon Forstseilbahnen eingesetzt werden. Und was mich besonders beeindruckt hat in diesem Video, dass man in dem Skidder niemanden sitzen sieht. Und wo sind eigentlich die Grenzen dieses Gerätes? Die Grenzen des Gerätes, die sind ganz einfach zu beschreiben. Wir dürfen ja nur eine Traktionshilfseilwinde einsetzen. Die Maschine muss immer in dem Gelände von selbst stehen, sodass wir das nicht in Prozenten ausdrücken können, sondern wir können bis 60-70% fahren, aber die Maschine muss immer ohne Seil an dem Einsatzort stehen bleiben, sodass wir abhängig von Wettersituationen und Geländesituationen diese Prozentzahl nicht genau definieren können. Und wie man sieht, wird der Skidder von dem zu ziehenden Fahrzeug aus per Funk gesteuert, deswegen ist keine Person in dem Skidder. Die Tonnen, die ganze Abwahl, was man verstellen kann, wird alles von dem zu ziehenden Fahrzeug aus, von dem Fahrer
des Fahrzeuges gesteuert. Das ist die zweite Generation der Traktionshilfsseilwinden der Firma Haas. Haben Sie davor schon mit Winden gearbeitet? Ja, natürlich. Wir haben mit der ersten Generation der Winde gearbeitet, wo wir auch sehr zufrieden mit waren und heute noch im Einsatz haben. Haben aber dann bei unseren Auftraggebern und unseren Aufträgen festgestellt, dass wir andere Modifikationen zum Vorteil haben könnten. Das wurde in der zweiten Generation von der Firma Haas für uns umgesetzt. Und jetzt haben wir eben die zweite Generation im Einsatz und können das nach Aufträgen dementsprechend steuern. Sie haben uns ja erzählt, dass das System erhebliche Vorteile für Ihre Arbeit bringt. Einer davon ist, dass Sie wesentlich schneller sind. Genau, weil der Fahrer muss nicht mehr aussteigen bei Wind und Wetter. Er braucht keinen Ankerbaum zu suchen, sondern er hat den Skidder, den er per Funk nachfährt. Es ist von der Arbeitssicherheit her viel sicherer als wie beim Aussteigen bei schlechten Witterungen, schlechten Bodenverhältnissen. Und ich kann von einer auf der anderen Gasse einfach umsetzen, ohne das Fahrzeug zu verlassen. Okay, ein weiterer Vorteil ist, dass man, wenn man in die Gasse einfährt, der Skidder nachzieht und man nicht erst einen Ankerbaum suchen muss, muss wieder neu prüfen, sondern der Skidder kommt nach, die Maschine fängt schon an zu arbeiten und der Ankerbaum ist beweglich positioniert. Mit diesem System hat man ja zwei Maschinen im Einsatz. Ist das nicht unwirtschaftlich? Nein, das hängt damit zusammen, wenn ich zwei Dieselmotoren im Einsatz habe, die beide im mittleren Bereich wirtschaftlich arbeiten, ist günstiger als wie ein Dieselmotor, der wo im Maximum Leistungsbereich arbeitet. Aber wenn es nicht so steil ist, dann brauche ich ja die Winde nicht. Genau, das war ja auch wieder ein Vorteil der entkoppelten Technik. Wenn die Maschinen nicht gezogen werden müssen, dann muss auch die Technik nicht durch die Gegend gefahren werden und muss nicht in Einsatz gebracht werden. Unsere Aufträge sind so gestaltet, dass wenn der Skidder benötigt wird, wird er dazugehängt und wird auch dementsprechend vergütet. Und wenn er nicht benötigt wird, arbeitet die ganz normale Arbeitskette ohne Skidder weiter und er kann andere Maschinen bedienen. Ist das jetzt die Ablöse der ersten Generation? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben ja weiterhin die erste Generation auch im Einsatz. Es ist nur nach den verschiedenen Einsätzen muss man entscheiden, welche Technik für das Unternehmen besser ist. Und deswegen wird die erste Generation ihre Daseinsberechtigung weiterhin sehr wichtig behalten. Und auch die zweite Generation ist nicht für alles zuständig, sondern nur für ihren Einsatzbereich. Kann man außerdem Skidder auch noch andere Maschinen aufrüsten? Ja, selbstverständlich. Harvester genauso. Und gebrauchte Maschinen? Eignen sich auch. Aber dann bekommen ja gebrauchte Maschinen einen neuen Wert, ein neues Leben und plötzlich ganz neue Arbeitsbereiche und bringen plötzlich auch wieder Geld. Genau so ist es. Ja, das ist ja beeindruckend. Soweit zu Uniwinch, einer Neuheit, mit der Haas wieder einmal seine Vormachtstellung bei der Modifikation von John Deere Maschinen unter Beweis gestellt hat. Wir wollen noch erwähnen, dass wir ein umfangreiches Einsatzvideo unter extremen Bedingungen vorbereitet haben und auch eine ausführliche Beschreibung des Systems durch den Mitentwickler Hartmut Zell. Besuchen Sie den YouTube-Channel von Haas Maschinenbau. Nun wenden wir uns der zweiten Neuheit zu, die auf der Austroforma 2015 für Furore sorgte. Der neu aufgelegte, ehemals von Timbercheck erzeugte Skidder 240C, der nun von Haas Maschinenbau neu und in Serie unter dem Namen Timberhawk gebaut wird. Ich kenne die Skidder ja noch von früher als große und eindrucksvolle Geräte, die ja in den letzten Jahren noch immer größer geworden sind. Nun gibt es einen neuen Skidder als kleineres Modell mit dem Namen Timberhawk. Was ist der Hintergrund? Im Jahre 1998 haben wir die Zusammenarbeit mit der damaligen Firma Timbercheck begonnen. Da gab es den Timbercheck 240C. Dieser wurde dann bei der Übernahme von John Deere aus der Produktion genommen und nicht mehr produziert. Die Nachfrage nach dieser Maschine war immer wieder da und die Maschinen von John Deere wurden immer größer gebaut und die kleinen Maschinen wurden immer mehr aus der Produktion genommen. Und vor 3 Jahren kam dann die Firma John Deere zu uns, hat uns gefragt, ob wir nicht einen kleinen Skidder für sie, für den europäischen Markt produzieren wollen.
Und das haben wir gesagt, wir machen das und haben den 240er Skitter von damals kopiert und so modifiziert, dass die Motorengeneration, wie sie heute benötigt wird, mit den Abgassystemen eingebaut werden kann. Dazu wurde auch ein spezielles Antriebssystem mit stufenlosem Antrieb eingebaut. Die Getriebeübersetzung von einem Verteilergetriebe wurde aus den Komponenten der zurzeit produzierten John Deere Baureihe, der Rückzüge, der E-Modelle herausgenommen. Die Achsen sind von NAF mit speziellen Bremssystemen eingebaut und die Kabine wurde fast genauso wie zur damaligen Zeit in niedrigem Bauweise integriert. Wie war die Resonanz auf der Messe? Die Resonanz war sehr gut. Gerade aus den ehemaligen Ostländern waren sehr große Anfragen da und wir gehen davon aus, dass es gut in die Zukunft geht. Sie haben sozusagen Altbewährtes auf den neuesten Stand gebracht und auch verbessert. Ja, wir haben unser Bestes getan, um die Kunden in der Zukunft zufriedenzustellen. Abschließend sei noch bemerkt, dass Haas Maschinenbau mit weiteren Gusterstückern für die Highlights am Stand von John Deere Österreich sorgte. Speziell umgebaute und modifizierte Vorwader, ein 810E mit beweglichem Heck und Seilwinde, sowie der herausragende Vorwader der Firma Ilmeier mit vielen Modifikationen bis hin zum einzelbedienbar Boogielift sorgten für großes Interesse und waren besondere Beispiele für die herausragenden Umbauten der Firma Haas Maschinenbau aus Bad Hindelang. Über den Vorwader von Florian Ilmeier haben wir ein Video unter extremsten Einsatzbedingungen gedreht, das Sie auf dem YouTube-Channel von Haas Maschinenbau sehen können. Ja, und so bleibt jetzt auf die nächste Austroforma in 2019 in Rosalia bei Forchtenstein hinzuweisen, wo Sie mit Sicherheit wieder ganz besondere Neuheiten der Firma Haas Maschinenbau sehen werden. Also notieren, 8. bis 10. Oktober 2019, Rosalia, Forchtenstein, Burgenland, Österreich. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.